Sachte, Junge, sachte. Dann geht's noch rein, ne? Ja. Thank you.
Los. Das Original ist seinerzeit in Danzig beheimatet gewesen, Danzig-Königsberg. Das ganze Modell ist komplett aus Holz, richtig auf Spantenbauweise aufgebaut worden. Wie gesagt, ein Kessel ist in dem Boot installiert, ein Gasbrenner, eine Gaskartusche. Nach einer kurzen Vorwärmzeit, wenn der Druck im Kessel entsprechend aufgebaut worden ist, dann kann es losgehen. Fahrzeit ca. eine Viertelstunde mit einer Kesselfüllung, dann muss man wieder Wasser nachfüllen. Lass dich nicht
Ja, schummelt da etwa einer? Bitte? Schummelt da etwa einer? Nein, ja, kein Fall. Ja, liebe Zuschauer, ein neues Modell auf dem Wasser, ein Langustenfänger mit den roten Segeln. Dieses Modell ist auch ein sogenanntes Retikuran-Modell, das heißt, dieses Modell wurde schon fertig gebaut, gekauft. Die Anlage musste noch eingebaut werden, den Sender eingebaut werden und dann kann es schon aufs Wasser gehen. Wie gesagt, nicht jeder hat die Möglichkeit, Modelle selber zu bauen oder Baukasten aufzubauen. Für solche Interessenten am Modellbau gibt es natürlich auch die Möglichkeit, fertige Boote zu kaufen, die den selbstgebauten in nichts nachstehen. Wer das Boot mal aus der Nähe anguckt, das ist sehr, sehr sauber gebaut, sehr detailliert gebaut, auch eine richtige Augenweide. Das Modell kann natürlich richtig gesegelt werden, hat aber auch noch einen sogenannten Flautenschieber, das heißt einen Elektromotor unten drin sitzen, mit dem es dann auch noch ein bisschen Fahrt machen kann.